kommt zwei Fans mit mir. Kommt genau. Es ist voll, die Bude ist voll, komm genau. Alles rausverkauft. Hör mal, du blöder Typ, ich möchte rein hier. So, du hast was am Kopf. Außerdem passt du nicht in unseren Laden. Na, da haben wir ja was gemeinsam. Ey, warte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, du musst doch schließlich auch draußen stehen bleiben, oder? Oh, der war aber stark. Was machst du sonst so, wenn du nicht blöd rumquatscht? Tagsüber arbeite ich mit dem Holzhammer. Das kann ich mir vorstellen. Wir verdrischen also. Ich bin Schreinerin. Hey, Berühren der Figuren ist verboten, Mann, klar? Im Dienst darf ich. Bis später. Danke. Du hast gesagt, du warst mal Kreismeister im Federball. Wetten hinten. Alles, was ich hier für mich. Revanche? Nee, die Pause ist zu Ende. Es wird endlich mal wieder gearbeitet. Mhm. Gisela, ich habe zum Frühstück wieder nichts gegessen. Ja, deswegen müssen wir doch schon seit einer Woche Tischtennis spielen, damit Sie nicht zum Frühstück essen wollen. Gisela, lass mich doch mal abbeißen. Bitte? Lass mich doch mal abbeißen. Die Schreinerei Wichert. Da steht's doch. Chef? Ja? Von der langen Hand Schüchtermann ist was da. Mir gar nicht gesagt. Haben Sie mal einen Stift? Na ja. Gleich weiter. Ich wird sich schon melden, wenn sie nicht gerade mit Tänzler rumknutscht. Laden wir das Trummball ab. Hier, Ihre Papiere. Du darfst das nachher auspacken. Es wird wohl den ganzen Vormittag dauern, da du die halbe Nacht nicht zu Hause warst. Mach mal alleine weiter. Will ich anfangen? Er arbeitet in einem Herzteam. Unsere Wohnung auf dem Campus kostet monatlich nur $350. Abends arbeitet Elke in einer kleinen Computerfirma an einem neuen Textprogramm. Wie geht es oben? Also, du, Andi hat mittlerweile eine Sauklaue, schon ein richtiger Arzt. Also, wie geht es Oma und der, ach richtig, der Reichsgräfin? Richtet ihr aus, sie solle weniger Butter essen? Ja, wer denn nun, die Reichsgräfin oder Mutter? Was? Nein, Eberhard. Dann kommen noch so ein paar persönliche Worte an mich. Du, Schnuppe, entschuldige, ich muss mal in die Werkstatt. Bis später, tschüss. Das ist ja wie der Thron vom Papst. Na, dann sei mal nicht so respektlos. Das Ding kommt aus Bayern oder Österreich. Was haben wir damit, Chef? Wir sind doch Protestanten. Ruf doch noch mal die lange als Schüchtermann an. Also meiner Meinung nach... Also, ist dieser Thron hier katholisch? Quatsch. Das ist frühes Barock. Mein Mann, also das heißt, wir leben getrennt, hat mir diesen Bischofsstuhl als Okkasion avisiert. Stellen Sie sich vor, er hat dieses wunderbare Stück in der Scheune eines Bauern gefunden. Ach, rustikal wirkt der Stuhl aber nicht. Aber dass er so gut erhalten ist, also das hat er nicht gesagt. Das ist ja wirklich ein superbes Stück. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen die Lieferung nicht angekündigt habe. Ich wusste nicht, dass sie so schnell da ist. Frau Langhans Schüchtermann, um das mal ganz deutlich zu sagen. Die Renovierung dieses Stuhls ist mehr die Arbeit eines Blattvergolders, eines Polsterers, aber nicht die eines Schreiners. Ja, ja. Nun haben Sie ihn mal ausgepackt, Herr Wichert. Nun steht er hier bei Ihnen in der Werkstatt sorgfältig behütet. Ich meine, der Blattvergolder könnte doch auch hier bei Ihnen arbeiten, wenn wir ihn dann brauchen. Herr Wichert, Sie machen das schon. Dieser Stuhl wird das Prunkstück meiner nächsten Auktion. Und wenn er erst mal durch Ihre gesegneten Hände gegangen ist. Na. Einen Kostenvoranschlag mache ich Ihnen für das Ding nicht. Haben wir uns verstanden? Na gut, in diesem Fall einverstanden. Im wahrsten Sinne des Wortes auf Treu und Glauben. Der Bischofsstuhl stinkt. Hannelore, wir haben heute Abend Frau Brettschneider 70. Geburtstag. Wir haben noch kein Toastbrot, wir haben noch keine Krevetten, wir haben noch gar nichts. Das Toastbrot wird heute Abend frisch geliefert und die Krevetten habe ich gestrichen. Wieso denn gestrichen?
Ja, die zahlen bloß 17,50 pro Person. Da sind Krevetten nicht drin. Höchstens ein Kilo Büsumakraten. Was denn, ein Kilo für 40 Personen? Na, bist aber auch schön knickerig. 17,50 sind ja auch nicht alle Welt. Was schreibt denn Andi? Na, lies mal. Ui, hat ja eine Klaue. Sag mal, ist das nur noch Deutsch oder ist das schon Englisch? Oh, oh, schau mal. Da wird sich Uschi aber freuen. Drei Eichen wird noch ein Kulturinstitut. Oh. Skulpturentag Drei Eichen. Ach, toll. Ja, leider hat Eberhard zu viel zu tun. Ich fürchte, das ist nicht drin. Ja, wir haben auch viel zu tun, aber ich glaube, mit Meisel und Conny würde ich es auch allein schaffen. Stell dir mal vor, die Kinder snacken alle schon platt. Das ist ja ein dolles Ding. Wundervoll. Na, leider gibt es irgendwelche unkultivierte Barbaren, die lassen sich so ein Gestühl zu einer Hausbau umarbeiten. Also, mein lieber Herr Wichert, in der Kellerbar meiner Mutter steht sowas nicht. Der Spirituosenschrank Ihrer Frau Mutter war mal ein Beichtstuhl. Ihnen geht auch nichts. Wie geht's denn Ihrer Mutter? Meiner Mutter? Fräulein Glaubrecht, stellen Sie sich vor. Unser lieber, guter Herr Wichert erkundigt sich nach meiner Mutter. Ich eile, Herr Tenstag. Friedel hat mir von dieser Okkasion gar nichts erzählt. Diese Okkasion stammt von Ihrem Ehemann. Aber darüber spricht Friedel wohl nicht gerne, was? Ach ja. Ich habe dabei ein sehr komisches Gefühl. Und ich bin ein bisschen in meinem Gefühl verletzt. Richard, ja? Ich habe für Herrn Tenstag hier die Fotos in meinen freien Stunden eingeklebt. Sind sie nicht wunderschön? Das ist sehr, sehr schön. Ja. Wenn der Stuhl nicht sauber wäre, dann würde Friedel das wissen. Aber sicher nicht. Sehen Sie, und das ist hier die untergehende Sonne in der Antarktis. Fräulein Glaubrecht, das ist ungeheuer beeindruckend. Ich muss über diesen Bischofsstuhl unbedingt mehr wissen. Mehr jedenfalls, als Friedel mir erzählt hat. Herr Wichert, bauen Sie denn jetzt auch Bischofsstühle? Nein, nein, sowas habe ich noch nicht im Programm. Oh Gott, ich muss sofort in die Werkstatt. Herr Wichert. Ja? Über diese Antiquität werde ich mich kundig machen. Danke. Wir sehen uns ja heute Abend. Was? Ja, ich helfe heute Abend Ihrer Frau als Kellnerin. Und dann machen wir unsere Abrechnung. Ich sollte mit meiner Frau mehr reden und weniger telefonieren. Och, die schönen Fotos, Herr Tenstag. Sie haben bei mir natürlich alle Präferenzen, Herr Dr. Paul. Bitte schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Bernhard, endlich, ich hab dich schon vermisst. Friedel, Herr Wichert bat mich in sehr diplomatischer Form übrigens um gewisse Klarstellung. Klarstellung? Wovon sprichst du? Friedel, ich will ganz offen mit dir sprechen. Es geht mir zuvorderst um deinen von dir getrennt lebenden Ehemann. Herr Wichert ist zutiefst davon überzeugt, der Bischofsstuhl sei nicht sauber. Wieso? Stammt von einem Bauern. Ja, wieso kommt so einem Bauern ein Stuhl von einem Bischof? Friedel, 350 Jahre katholischer Kulturgeschichte stehen doch nicht bei einem Bauern herum. Ach du, manchmal bist du ohne jeglichen Argwohn, du Gute. Der Argwohn gehört eigentlich zu meinem Geschäft, Bernhard. Bitte lass uns ins Büro gehen. Also Bischofsstuhl hin, Bischofsstuhl her. Am Wochenende fahren wir nach Dreieichen. Ja, aber dann können wir erst Freitagnacht fahren. Ich habe am Freitagabend eine kleine Cocktailparty bei... Bei wem denn? Ach du, ich mache nur so Häppchen. Schnuppe. Bei wem? Kneiße. Da gibt es in einem Bankaufsichtsrat eine kleine Cocktailparty. Also, dass du für den Karies schmierst und Cocktails mischst. Schatz, für den. Ich wusste, dass du dich darüber ärgerst, aber wir haben bei Kneißl immer noch Schulden. Doch keine Schulden, die uns drücken, das ist doch eine ganz normale Hypothek. Ja, soll ich machen? Den Auftrag habe ich von Monsieur Pierre. Wieso? Weil ich mich mit Kneißl immer noch besser verstehe als er. Und Monsieur Pierre, den drückt auch noch einen Kredit. Ach, also Schnuppe.
dass du für diesen Mistkerl auch nur eine Hand rührst. Ja, ich weiß, aber so ist nun mal das Geschäft. Oder restaurierst du deinen Bischofsstuhl nicht, ohne Kostenvoranschlag? Ich habe zigmal geklingelt, Herr Meisel, und niemand hat mir aufgetan. Herr Meisel! Bitte, Frau Wichert. Bald meine Schwiegertochter nicht im Hause? Sie ist mit Frau Kosniewski in der Stadt. Sardellen, Krabben und Oliven stehen jetzt auf dem Programm. Mhm, und wann erwarten Sie meine Schwiegertochter zurück? Na ja, die Gulaschsuppe unten im Keller, die muss noch eine halbe Stunde köcheln. Dann wird Frau Wichert wieder da sein. Vielen Dank, Herr Meisel. Ich werde Sie im Zimmer von Dr. Andreas Wichert erwarten. Grüß Herr Wichert. Tja. Aber auf Ihre Steuererklärung freut sich das Finanzamt doch das ganze Jahr. Sie verdienen sicher Ihre goldene Nase. Grüß Sie. Und Ihre Frau ist auch wieder so tüchtig? Ja, und so entscheidungsfreudig. Habt ihr schon mit ihr telefoniert? Nö, nö, wir sehen uns ja am Freitagabend bei der Cocktailparty. So? Aber die Vergangenheit ist doch vergeben und vergessen. Für Sie vielleicht. Oh, was haben Sie denn da für ein edles Stück? Was machen Sie denn damit? Aufmotzen, Herr Bankdirektor, aufmotzen! Wichert. Seien Sie doch nicht so nachtragend. Herr Kneisel, Sie haben mich doch immer für einen kleinen Emporkömmling gehalten, der ganz gegen die Sitte Ihrer Kreise noch auch noch Karriere gemacht hat. Na gut, Sie haben Ihren Bein gestellt und jetzt bin ich sehr glücklich in meiner Werkstatt. So ist es. Herr Wichert? Ja? Ich fahre jetzt in die Stadt, also Messing beschneiden? Nein, nicht Messing, Bronze. Nicht bronziert, echt Bronze. ETB 14. Steht ja auch hier. Also, ich bin in einer Stunde wieder zurück. Eine Dreiviertelstunde. Ah. Also, Wichert, unsere gesamte Chefetage soll neu gestaltet werden. Sie haben mir ja leider kein Angebot gemacht, obwohl ich Sie darum gebeten habe. Ist Ihnen das aufgefallen? Das Höchstangebot liegt bei 360.000, das niedrigste bei 280.000. Machen Sie mir ein Angebot in der Mitte und dann ist die Vergangenheit aber wirklich vergessen. Nein. Herr Wichert, ich habe Sie nie für ein Parvenu oder ein Industriehochstapler gehalten. Für mich waren Sie immer ein sehr tüchtiger Handwerker. Bravo, Herr Kneisel. Ihr Mitarbeiter stört. Mich nicht. Herr Wichert, Sie haben mit mir auch einen Riesenfehler gemacht. Warum haben Sie mich nie für das genommen, was ich bin? Was denn? Ein kaufmännischer Angestellter. Gut, ich leite eine Bank, aber im Grunde bin ich ein kaufmännischer Angestellter. Sie sind selbstständiger Handwerksmeister. Wo bin ich selbstständig? 320.000 D-Mark. Nein. Wichert, überlegen Sie sich's. Ich bin über meinen Schatten gesprungen. Also, irgendwie hat der Kneisel mir jetzt imponiert. Heinz, was müssen wir beide gut sein? Enzyphalographische Kardiologie. Ja, Mutter? Ach, guten Tag, Hannelore. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Enzyphalographische Kardiologie? Ja. Und ich bin sehr stolz auf Andi. Ach ja, ich auch. Ich habe übrigens heute der Reichsgräfin und dieser Frau Schwabe ausschnittsweise aus meinem Brief von Andi vorgelesen. Oh, haben es gar nicht richtig gewürdigt. Naja, die Reichsgräfin hat immerhin ein gewisses Niveau, aber die gesundheitlichen Kenntnisse dieser Frau Schwabe gehen über eine Grippe und eine Mittelohrentzündung nicht hinaus. Ach richtig, Hannelore, stimmt das? Die Reichsgräfin bringt heute Abend List und etwas Krieg zu Gehör? Ja, Mutter. Wozu du herzlich eingeladen bist, oder? Oh, ich wagte gar nicht zu fragen. Ich hätte dir die Frage auch gar nicht gestattet. Also Punkt 8 Uhr, Harmonie. Was ist denn Harmonie? Ich denke mal, Herrn Direktor Kneisel. Kneisel? Nein, der mag keine Musik. Kuttlig. Kneisels Party ist erst am Freitag. Okay.
ist denn hier der Chef? Wir! Womit kann ich Ihnen dienen? Bauen Sie ökologische Betten? Was? Ja, ökologische Betten. Kein Eisen, kein Furnier, kein Leim. Alles massiv aus gesundem Holz. Was ist denn für Sie gesundes Holz? Vielleicht Mahagoni. Mahagoni ist ganz ungesund. Fichte ist gesund. Ja, ginge das bis übermorgen? Selbstverständlich. In welchem Jahr? Das ist sehr witzig. Der Name? Erich Stadtke. Ich denke da an eine französische Doppelliga. Ja, meine Größe etwa und... Also, aber wollen Sie überhaupt ein Ökobett? Ich meine, mein Sohn schläft auf dem Matratzenlager. Ja, ich auch. Können Sie mir nicht mal Ihren Lehrling vorbeischicken? Zum Maßnehmen? Am besten gleich heute. Das ist hier meine Visitenkarte. Das ist die Telefonnummer. Danke, ich kann lesen. Können Sie denn auch Maß halten? Chef, wollen Sie sich denn unbedingt die ganzen Kunden vergraulen? Lassen Sie mich das mal machen. Ja, dann Wiedersehen. Ich warte dann auf Ihren Anruf. Cleveres Kerlchen. So war ich auch mal. Das glaubt ihr doch nicht mal, dein Oliver. Mensch, da hat er seine Tasche vergessen. Vielleicht kriege ich ihn noch. Das war doch kein Auftrag. Das war eine Anmache. Beeilt euch, wir sind schon wieder zu spät dran. Ja, Herr Meißel muss erst noch alles richtig verstehen. Ach, das hält schon. Ich halte alles fest, ja. Frau Wiechert, also Sie können sich ganz auf mich verlassen. Ja. Ich halte alles fest. Alles halte ich hier fest. Vorsicht, ich mache jetzt ja. Zu. Ja, okay. Danke schön. Ach. Arme Schnuppe. Um Gottes Willen, meine Gäste sind beim Cocktail. Herr Kneißl, keine Aufregung. Wir machen das schon. Sie machen das schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen so wertvollen Stuhl einfach in einer Scheune vergammeln lässt. Übrigens, deine Terrine in der Art des Hauses war super. Was war da alles drin? Och, also jedenfalls keine Konservierungsstoffe. Mhm. Glaubst du im Ernst, du hast heiße Ware in der Werkstatt stehen? Schnuppe, im Ernst glaube ich das natürlich nicht, aber mein Gefühl hat mich selten getäuscht. Sonst hätte ich dich auch nicht geheiratet. Moment mal, ja, ich habe dich geheiratet. Aber ich habe dich zuerst gefragt. Nee, ich habe dich gefragt. Eberhard, lass uns heiraten. Schnuppe, das war ganz anders. Ich habe zu dir gesagt, wenn du mich fragst, ob wir heiraten wollen, dann will ich dich fragen, ob du mich heiraten willst. Dann hast du gesagt, Eberhard, wollen wir heiraten. Also habe ich dich gefragt, dass du mich fragst, ob ich fragen darf. Also direkt, ja? Direkt habe ich dich dann aber gefragt. Oder? Sind wir überhaupt verheiratet? Sonst niemanden hätte werfen können, Herr Meisel. Wissen Sie denn, warum ich geworfen habe? Um die Viecher zu wecken. Ich möchte mit Ihnen ein paar Worte wechseln. Worüber denn, Herr Meisel? Es wird Sie interessieren. Ach, Herr Meisel. Ich war einmal fast bei den Bullen. Ich meine bei der Wach- und Schließgesellschaft. Ich kann recherchieren. Ich sage nur eins. Kirchenkunst. Bischofsstuhl. Was ist denn das für ein Gezische? Tassilo sucht seinen Meisel.
Sag mal, was rennt denn die Gisela jetzt wieder mitten in der Nacht aus dem Haus? Die ist doch über 18. Lass sie rennen, wohin sie will. Trifft die womöglich sich mit Meisel? Das wäre nur lächerlich. Meisel verehrt nur mich. Niemand anderen. Ach, den Meisel nehme ich doch gar nicht ernst. Nimmst du mich ernst? Hab ich doch gerade. Ich darf von mir behaupten, dass ich ein kriminalistisches Gespür entwickelt habe. Auch für atmosphärische Störungen im Hause Wiechert. Also, da bin ich sehr wetterfühlig. Ich deute ja nur an. Ich behaupte nichts. Der Ehemann von Frau Friedel, Anglands Schüchtermann, ist einschlägig bekannt. Was? Ja. Sein Leumund ist nicht untadlich. Also, Gisela, ich gebe mir mein Wort. Ich bleibe an der Sache mit dem Bischofsstuhl dran. Also, wenn da was nicht in Ordnung ist, das kriege ich raus. Danke, Herr Meisel. Wir auch. Das wollte ich Ihnen doch heute Abend oder heute Nacht nur noch mitteilen, weil ich die atmosphärischen Störungen gespürt habe. Ja, gute Nacht dann, Herr Meisel. Ach, Gisela, um Punkt 15 Uhr kommt der Frau Golder. Schauen Sie dir doch mal ein bisschen auf die Finger. Da können Sie eine Menge lernen. Das ist eine hochinteressante Angelegenheit. Schatz, jetzt komm doch endlich. Wir müssen jetzt fahren, sonst kommen wir in einen Stau. Herr Meisel, ja. Könnten Sie vielleicht ab und zu mal in die Kühltruhen schauen? Die eine hat einen Wackelkontakt. Ja. Danke. Soll ich die Kühltruhen abtauen? Nein, um Himmels Willen nicht abtauen. Nur nachschauen. Ja, kommt denn Frau Gerda nicht übers Wochenende? Nein, Gerda habe ich freigegeben. Die ist bei ihrer Schwester. Wenn wir jetzt nicht fahren, dann kommen wir noch in einen Stau. Schatz, wir fahren ja schon. Sind wir beide ja die Hüter des Hauses übers Wochenende. Radio. Du wenigstens was Klassisches, Beethoven oder sowas. Danke. Komisches Telefon. Erst fiebt's, dann klingelt's. Schreinerei Wiechert? Ah, Chef! Nein? Ja, alles in Ordnung. Nein, Frau Langhans-Fischermann hat sich noch nicht gemeldet. Doch, wir arbeiten gerne für Sie Samstag und Sonntag, damit Sie mal ausspannen. Geräusche? Nein, alles ganz normal. Nichts, was Sie beunruhigen könnte. Ich verstehe. Ja, Sie melden sich wieder. Wieder, Herr Michael. Was ist denn das? Hunde. Herr Wiechert ist Gott sei Dank nicht da. Warum? Ich habe doch die Buchführung für ihn fertig. Und für Frau Wiechert auch. Die sind auf drei Eichen. Ja. Herr Wiechert muss ja auch mal ausspannen. Och, ich hätte ja so gern mal so einen kleinen Hund gehabt. Wo haben Sie denn die vielen Hunde her? Tja, wenn wir das wüssten. So, jetzt müssen die aber auch schlafen. Naja. Werden wir sie mal lieber in Ruhe lassen, nicht? Übrigens, Heinz, ja. Zwischen Herrn Tenstack und Frau Friedel Langhardt-Schüchtermann scheint die Gerücht zu sein. Denn sie telefonieren nur noch einmal am Tag. Grüß dich, Mutter. Grüß dich. Wo sind denn die Kinder? Hallo, Vater. Patrice und Thomas spielen oben im Haus. Ja, und Sebastian? Sebastian fliegt irgendwo durch die Gegend.
Was heißt irgendwo allein? Ohne Aufsicht? Wieso denn ohne Aufsicht? Katrinchen passt auf Sebastian auf. Und Sebastian passt auf Thomas auf und so passt jeder auf jeden auf. Sebastian taucht schon wieder auf. Bei uns ist es nicht so gefährlich wie in der Großstadt. Na. Mama! Sebastian! Oh, was hast du denn da? Oh, Schnecken! Hast du die selber gefunden? Oh mein Gott! Wieder nichts. Ein Geduld. Ach, herrlich die Luft. Elke und Andi lassen Thomas übrigens schon grüßen. Ich werde es gerne ausrichten. Aber eigentlich ist Thomas noch zu klein für Grüße. Den interessiert nur Essen, Trinken, Essen, Trinken. Habt ihr schon was gefangen? Nee. Ja! Ja! Hey! Ein Aal! Diesen Stuhl restauriere ich gerade. Der ist für eine Versteigerung. Donnerwetter, ist das ein schönes Stück. Mhm. Wo kriegt man denn sowas noch her? Weißt du was über seine Herkunft? Nee. Hoffentlich ist die sauber. Ich kann mir nicht um alles kümmern. Kommt ihr bitte. Ja, die Kartoffeln werden kalt. Entschuldigt bitte. Achtung! Heiß und fettig. Oh, so, hier Erna. Sind eure Aale. Bitte sehr. Sieht ja toll aus. Lass uns gleich mal probieren. Ist das deiner? Den werde ich gefangen haben. Das nehme ich doch schon. Ja. Ja. Nehmt euch selber. Oh, in Ölsoße. Also, Kinder. Selbst geahnte Aal schmeckt am besten. Sicher? Aber der Bischofsstuhl, der schmeckt mir nicht. Ja, was soll ich denn machen? Kinder, können wir nicht endlich mal ausspannen? Müsst ihr immer über Geschäfte reden? Was soll ich denn machen? Soll ich vielleicht einen Kripo-Beamten in meine Werkstatt bestellen? Naja, die haben da sicher Spezialisten. Über die kriminellen Ermittlungen kümmert sich schon Meisel. Bitte, wer kümmert sich kriminell? Also ich habe damit nichts zu tun. Erzähl doch lieber von Elke und Andi. Ja, aber soll ich den Meisel vielleicht selber fragen? Schatz, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Also, Vater, Mutter, ihr habt ein paar Tage Ruhe wirklich nötig. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sag mal, wer hat eigentlich Bankdirektor Kneißel wieder in unser Haus geholt? Du mit deiner dämlichen Cocktailparty. Und wer hat den Ausbau des Sitzungszimmers akzeptiert? Du, Eberhard. Ja, damit dir kein Geschäft entgeht. Also Moment mal, ja, mein unbedeutendes kleines Unternehmen lebt nicht von Cocktails. Eberhard, aber du von Innenausbauten. Ja, du lebst ja auch von deiner Kunst. Mahlzeit. Erna, ich beschwöre dich, setz die Wichers unter Strom. Schütt ihnen Schnaps ein. Die sind ja völlig overstressed. Ich bewundere nur die Ruhe von Jürgen. Ich hätte den beiden längst mit der Bratpfanne über den Kopf gehauen. Du, unser norddeutsches Temperament sollte nicht so schnell mit uns durchgehen. Sie kriegen sich schon wieder ein. Na, hoffentlich. Was bitteschön hat der Meisel mit der Schreinerei Wiechert und meiner Arbeit zu tun? Der hat sich doch immer um alles gekümmert, auch wenn er nicht sollte. Genauso wie dein Azubi Gisela. Die hat ihm mit dem Bischofsstuhl in den Ohren gelegen. Gisela hat betriebsinterner an Meisel ausgeplaudert? Ausgeplaudert, sie haben geredet. Naja, ob das glaubst du oder nicht? Meisel interessiert sich nicht nur für mich, sondern auch für junge weibliche Lehrlinge. Dieses Ferkel. Übertreibt man nicht. Eigentlich wollten wir uns hier ja ein paar Tage erholen. Wie kann man sich erholen, wenn man sich dauernd streitet? Also, was ich da vorhin mit dem Kneisel gesagt habe, das war sowas vom Blöde. Dann sollten wir uns doch einfach vergeben, hm? Wir kommen ganz zufällig vorbei. Süß. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, der Wiechert arbeitet auch am Wochenende. Nee. Nur der Azubi und sein anderer Meister. Herr Wiechert macht Urlaub. Ach was, Herr Wiechert ist gar nicht da? Ja, den haben wir zur Kur geschickt. Herr Wiechert war fix und fertig. Wieso? Warum denn? Wenn Sie den Bischofsstuhl anschauen wollen, der ist fertig. Wir hatten einen erstklassigen Vergolder. Da kommen wir hier genau zum richtigen Zeitpunkt. Wie man so sagt. Da steht er. Das ist ja fahr. Oh.
Du Friedel, ich bin jetzt vollkommen beruhigt. Ich habe mit deinem Ehemann von Mann zu Mann ein Wort gesprochen. Und ich habe ihn dabei fest in die Augen gesehen. Dein Mann hat mich nicht belogen. Seine Augen haben nicht gelogen. Der Bischofsstuhl ist wirklich von einem Bauernhof. Ach, jetzt hast du mich aber wirklich beruhigt, Bernhard. Toll. Wenn du mich fragst, sauber ist der Stuhl nicht. Was ist denn, Schatz? Ich muss mich mal einen Moment hinsetzen. Ist dir nicht gut? Nee. Hm? Die Aale da gestern Abend. Und, Und? Naja, die vier Schnäpse heute Morgen zum Frühstück. Sag mal, du hast zum Frühstück vier Schnäpse getrunken? Davon habe ich ja gar nichts gemerkt. Erna hat gesagt, nach den vielen Aalen müsste ich unbedingt Schnäpse trinken. Sie hat sie mir förmlich aufgedrängt. Also mir hat Erna nichts aufgedrängt. Keinen Schnaps. Weißt du, dass Erna auch heimlich Schnaps brennt? Wie Trude? Jetzt haben die Strehlenhaus doch schon eine eigene Schnapsbrennerei. Müssen die auch noch heimlich Schwarzschnaps brennen? Uschi und Jürgen finden sowas geil. Ja, ja. Du sag mal, trotz der vielen Arbeit, trotz der vielen Kinder, trotz der frischen Luft, die beiden langweilen sich doch hier. Wollen wir die nicht mal wieder nach Berlin einladen, damit sie unter Leute kommen? Lassen sich von Erna heimlich Schnaps brennen. Mhm. Völlig bekloppt. Und du trinkst den auch noch. Zum Frühstück. Mhm. Noch bekloppter. Ja, mein Schatz. Es war schön bei euch wie immer. Ihr müsst bald wieder schon wandern. So. Also, mein Lieber. Mach Vorsicht. Ja. Alles Gute. Gute Reise. Pass auf dich. Danke. Thomas kann immer noch nicht pieseln. Ach Gott, dann hat er wieder in die Hosen gepinkelt. Also, tschüss. 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 Frau Wichert. Hannelore. Darf ich Sie mal ganz kurz sprechen? Ja, aber wirklich nur ganz kurz. Es fehlen ein paar Soprane. Und Conny ist mordsmäßig sauer. Frau Wichert, ja. Sie wissen, ich hatte immer grenzenloses Vertrauen zu Ihnen. Immerhin ist Helga eine Spätgebärende. Gottlieb, Sie wären Papa? Zum ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber Helga ist eine Spätgebärende. Ja. Und Ihr Gynäkologe legt sich nicht fest. Ja, was denn? Ob sie schwanger ist? Nein. Ob es gefährlich ist, ja oder nein, was würde Ihr Sohn Andi dazu sagen? Andi? Also Andi würde sagen, abwarten und Tee trinken. Ja, Andi ist bei seiner ersten Geburt in Ohnmacht gefallen. Frau Wichert, ziehen Sie das nicht ins Lächerliche. Ich mache mir große Sorgen um Helga. Wir hatten schon seit 3 Wochen keinen einzigen Streit mehr. Sie behandelt mich, als sei ich schwanger. Ja. Meier Güldenstein. Der alte Meier Güldenstein. Oh. Meier-Güldenstein, zu dem rennt er die ganze Harmonie und Conny. Ja, ja, und ich. Nee, also Meier-Güldenstein ist psychologisch der Beste. Gott, Lake, ich habe eine Tante, die hat mit 39 ihr letztes Kind gekriegt. Ja, aber Helga ist 40 und bekommt ihr erstes. Gott, Lake, nehmen Sie Ihre Helga und gehen Sie voll Vertrauen zum ollen Meier-Güldenstein. Rat einer älteren, erfahrenen Mutter und Großmutter. Oh Gott, die Soprane kreischen. So. Also, ich kann mir nicht helfen. Das riecht hier überall nach Hund. Was denn für ein Hund? Also, seit ich von Drei Eichen zurück bin, riecht das hier nach Hund. Jetzt habe ich meine Wette gegen Heinz verloren. Er behauptet, Sie brauchen nur 2 Schritte in die Werkstatt zu machen und würden sofort merken, dass wir einen Hund haben. Haben wir? Einfach nie in die Tür gestellt. Was sollten wir dann machen? Mein Gott, sind die niedlich. So eine hübsche Mami bist du ja auch, du Ärmste. Gisela, kein Wort darüber zu meiner Frau, ja? Mit ihrer Frau rede ich privat eher selten. So, naja. Also, wenn die sie sieht, dann haben wir sie sofort zu Hause. Hannelore ist im Moment sehr gefährdet. Ihr fehlen die Enkel und die Kinder und so eine herrenlose Hündin mit ihren Welpen. Naja,
Das würde ihr Herz erweichen und das geht nicht. Wir sind beide berufstätig. Herr Wiechert, alles ausgeladen. Ja, ich komme. Na, was hat er gesagt? Was soll er denn gesagt haben, Chef? Herr Wiechert hat ein Herz, das ist weich wie Butter. Sie haben gewonnen, Heinz. Mit 5 Mark bin ich dabei. Herr Meisel? Ach, die Herren von der Polizei, da sind Sie ja endlich. Was machen Sie denn hier? Ich habe auf Sie gewartet. Aber eins sage ich Ihnen gleich. Sehen Sie mal da drüben. Der Herr mit der blauen Strickjacke. Der hat mit einer strafbaren Handlung nichts zu tun. Gehen Sie nach Hause. Wenn eine strafbare Handlung hier vorliegt, werden wir es uns geben. Meine Damen, bitte zum Tee. Oh, Reisgräfin, ich denke, Sie wollten uns vor dem Tee noch etwas auf dem Piano zu Gehör bringen. Nach dem Tee. Und wenn ich mich gestärkt habe, Käthe? Übrigens, morgen früh gehe ich zur neuen Verkaufsausstellung zu Langkant Schüchtermann. Die Einladung gilt für 2 Personen. Ich habe auch eine. Wir sollten uns nicht gegenseitig einladen, Käthe, sondern uns ein paar Herren suchen, die uns begleiten. Gern. Aber wo finden wir hier im Damenstift ein paar flotte Herren? Verzeihen Sie, gnädige Frau, dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Ja, bitte. Es handelt sich um diesen Stuhl. Ja. Also für den Stuhl hätte ich glatt 35.000 Mark bezahlt. Ja, sicher angemessen. Seit der Schlacht bei Königgrätz hatten wir diesen Bischofsstuhl in einer kleinen Kapelle Berlins eingelagert. Zugegeben, er geriet in Vergessenheit. Auch das passiert der heiligen katholischen Kirche. In Linz haben wir zwar einen neuen Bischofsstuhl, aber... Aber mein Mann hat mir doch die Expertise eines österreichischen Professors geschickt, der den Stuhl begutachtet hat. Und darin heißt es ausdrücklich, dass der Stuhl aus einer abgebrannten Kirche stammt. Da. Für jedes Gutachten gibt es immer irgendeinen Professor. Bernhard, ich glaube, auf deine Friedel kommt was zu. Schau mal, wie die Beamten gucken. Was für Beamten? Kriminalbeamte. Es tut mir leid, dieser Stuhl wurde aus der kleinen Kapelle entwendet, in einem bäuerlichen Anwesen zwischengelagert und von Ihrem Manne vermutlich in Kenntnis der Zusammenhänge erworben. Soweit ich mich im deutschen Recht auskenne, darf gestohlene Ware selbst gutgläubig weder erworben noch verkauft werden. Es tut mir leid, gnädige Frau. Der Friedel ist völlig gutgläubig. Das hat der Monsignore, die heilige römische katholische Kirche, soeben persönlich erklärt. Und bitten, dass einer der Beamten längst einen Hausdurchsuchungsbefehl für das Auktionshaus Friedel Langhans Schüchtermann in der Tasche hat. Was? Wir haben einen Durchsuchungsbefehl, um Ihre Warenbestände zu kontrollieren. Frau Langhans Schüchtermann, wo sich Ihr Mann zurzeit aufhält, wissen Sie nicht? Nein, keine Ahnung. Wir leben getrennt, schon seit Jahren. Herr Wiechert? Ja? Ihr Betrieb arbeitet seit geraumer Zeit als Restaurator für das Auktionshaus Langhans Schüchtermann. Ja, ich habe eine kleine Schreinerei. Herr Wiechert, es besteht kein begründeter, aber immerhin ein Vorverdacht, dass Sie einer möglichen Mittäterschaft sich schuldig gemacht haben. Als Restaurator sind Sie Fachmann. Ich bin Schreinermeister. Einer meiner Mitarbeiter ist sogar diplomierter Schreinermeister. Und dann habe ich noch einen Lehrling. Aber Fachleute sind wir alle nicht. Sie werden doch wohl nicht meinen Mann verdächtigen. Die verhaften meinen Sohn. Das ist ganz schlimm. Oh,
Reich drehen, aber nicht ins Krankenhaus. Ich wo, Frau Knete? Wir fahren gleich in unser Stift. Da beruhigen wir uns schon wieder. Mein Sohn ist nicht kriminell, niemals. Nein, natürlich nicht. Mein Mann war Jurist, wenn der das noch erlebt hätte. Warum mussten Sie sich auch in die ganze Angelegenheit einmischen? Herr Giesler war nervös. Sie waren nervös. Alle waren nervös. Ihr Mann war nervös. Na. Ich war doch auch so nervös, liebe Frau Wichert. Es war doch auch richtig. Ach, finden Sie es richtig, dass in der Werkstatt meines Mannes eine Hausdurchsuchung stattfindet, weil gegen ihn ein gewisser Anfangsbeweis vorliegt? Anfangsverdacht? Also, Herr Meisel, das ist fast kriminell. Womöglich stöbern die auch noch bei uns zu Hause rum. Mein Mann tut nichts Unrechtes. Oh, das würde ich doch beschwören. Schrecklich. Schrecklich, Frau Wichert, schrecklich. Ja, nicht. Herr Tenstag versucht seit Stunden, seine Mutter in der Antarktis zu erreichen. Ohne Erfolg. Deswegen konnte ich ja weg. Kann ich helfen? Einige Beamte durchsuchen die Werkstatt meines Mannes. Vielen Dank, Frau Laubrecht. Gegen uns liegt ja nichts vor. Lediglich ein kleiner Anfangsverdacht, oder? Ein Missverständnis, Frau Laubrecht. Ja, war denn der Bischofsstuhl falsch? Ja, wenn er falsch gewesen wäre, das wäre ja gut. Nein, nein, er war echt, aber geklaut. Entwendet, aus einer kleinen Kapelle. Obwohl seit über 200 Jahren kein Bischof mehr auf diesem Stuhl gesessen hat. Darf man ihn trotzdem nicht verkaufen. Ja, aber doch wohl restaurieren. Durch meinen Mann hat dieser Stuhl doch erst an Wert gewonnen. Genau das müssen Sie den Beamten sagen. Ja, und das werde ich auch. Warten Sie. Moment. Ja. Ich bin die Gattin von Herrn Wichert. Herr Wichert, unter uns gesagt, und das ist rein privat, ich halte diese ganze Maßnahme für völlig überflüssig. Aber wir haben da einen Staatsanwalt, da müssen wir streng durchhalten. Ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatten Sie bei der ganzen Sache doch auch, oder? Ich habe alles versucht, um dieses mulmige Gefühl loszuwerden, aber letztlich habe ich nur an Worte geglaubt. Aber Sie haben das mulmige Gefühl bis zum Schluss. Mein Mann hat immer ein mulmiges Gefühl, wenn er an kostbare Gegenstände Hand anlegen muss. Sie möglicherweise verändert. Das muss man bei einer Restauration. Der Bischofsstuhl hat doch durch meinen Mann erst wieder an Wert gewonnen. Er war doch vorher der reinste Schrotthaufen. Die Untersuchung ist doch hier verlorene Zeit, Chef. Ruhe. Herr Wichert, ich schreibe ein Protokoll. Sie kommen morgen zu mir in die Dienststelle und unterschreiben das. Anfangsverdacht, so ein Quatsch. Gott, sind die süß. Wir sind beide berufstätig. Was wird denn mit Friedel Lang an Schüchtermann? Mein Mann ist doch aus dem Schneider, nicht? Offiziell noch nicht, aber wirklich hübsche Hunde sind das, nicht? Meine Herren, wenn Sie einen Hund haben wollen, die Welpen sind alt genug. Aber einer muss die Mutter nehmen. Wenn bei mir zu Hause mal was klemmt, Fenster, Türen oder so? Schicke ich Ihnen meinen Lehrling. Sofort, Herr Kommissar. Wunderbar. Tschüss. Mutter, es ist alles in Ordnung. Die Beamten waren sehr nett. So leicht könnt ihr mich nicht beruhigen. Mutter, Friedel Lang, ein Schüchtermann ist aus dem Schneider. Man hat bei ihr nichts gefunden, was die Sonne der strengen Jurisprudenz nicht bescheinen dürfte. Überhaupt, was heißt dieser Satz? Ob Friedel Lang, ein Schüchtermann sauber ist? Nur der von ihr getrennt lebende Ehemann. Naja, der ist nicht ganz so sauber. Der ist sogar vorbestraft. Der hat in einer ähnlichen Angelegenheit schon mal Dreck am Stecken. Was heißt dieser Satz, Eberhard? Dass Friedel Langhans Schüchtermann moralisch irgendwie zu Recht von ihrem Mann getrennt wird. Hannelore, was verschweigt ihr beide mir? Einen sehr frommen Brief von einem Domkapitular in Linz. Reichsgräfin! Käthe? Der Erzbischof von Linz bedankt sich ausdrücklich bei meinem Sohn für seine hervorragende Restaurierungsarbeit. Mutter, Domkapitular. Ich weiß doch ja nicht, was ein Domkapitular ist. Was schreibt denn der Kardinal von Linz Ihrem Schwiegersohn? Wenn das so weitergeht, dann ist es noch der Papst von Linz.